Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin heute wieder bei Zweirad Trinkner in Löschgau und heute teste ich für euch die Ducati Panigale V4S. Schauen wir mal, was das Ding kann. Los geht's! So, Ducati Panigale V4S. Brutales Gerät. Ich bin gerade im Schwarzwald, nicht wundern. Ich bin mit Mototech unterwegs. Wir fahren ein bisschen hier im Schwarzwald und ich teste ausführlich. Das ist natürlich das richtige Gebiet, mehr oder weniger für die Panigale. Jetzt schauen wir sie uns erstmal an. 214 PS aus einem V4 mit 124 Newtonmeter. Das sind Werte, das sind Zahlen, die kann man nicht in Wort, also das. Das kann man nicht in Worte fassen. Auch das Gefühl, dass es unfassbar ist. Ich bin wirklich schon viele krasse Sachen gefahren, wo ich auch dachte, ey, eine R1, R32, kürze übersetzt, eine H2SX, eine ZX10 RR. Aber das ist, es ist nicht in Worte zu fassen. Es ist echt, man kann es nicht in Worte fassen. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr als einen Motor. Wir haben voll einstellbares elektronisches Fahrwerk von Öhlins. Wir haben eine Brembo-Bremsanlage mit einer, natürlich zwei Scheiben, 330 mm vorne mit M4.30 Sätteln. Ja, das haben wir vorne, hinten haben wir eine 250er Einscheibenbremsanlage, ganz normale Brembo, zwei Kolben, so Standard halt. Stahlflex sind original verbaut. Hier am Motorrad wurde jetzt noch ein kleines bisschen was verändert. Wir haben hier und da ein bisschen Carbon, natürlich schön Ducati vom Zweirad Trinken aus Löschgau, der es mir zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Auf jeden Fall ein Acra ist drunter. Wir haben kurzen Kennzeichenhalter, wir haben hier und da ein bisschen Carbon, hier Carbon. Es ist wunderschön, wunderschön. Wir haben natürlich vorne dieses brachiale Licht, also dieses Tagfahrlicht sieht sowieso mega, mega geil aus und dann das normale Licht, ja. Also optisch finde ich sie unglaublich brachial einfach. Wunderschön. Was vielleicht auch noch zu sagen ist, wir haben hier wieder Marquesini Schmiedefelgen drauf und das merkt man, finde ich auch. Also die Leichtigkeit von dem Motorrad, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, ist echt krass. Wir haben noch ein paar Daten, 830 mm Sitzhöhe, was echt gar nicht mal so niedrig ist. Also ich bin 1,76 groß, wie ihr vielleicht wisst. Und für mich ist es so, es ist in Ordnung, aber es könnte auch niedriger sein. So, es geht gerade so, so, dass es völlig in Ordnung ist, sag mal so. Voll getankt, fahrfertig, wie sie hier steht, wiegt das Ding 195 Kilo. Und jetzt könnt ihr euch einfach nur noch mal ausrechnen. 195 Kilo auf 214 PS, das ist wirklich behindert. Man muss es so sagen. Es ist dumm, es ist krass, es ist geisteskrank. Ja, genug geschwatzt. Wir fahren jetzt weiter und haben ein bisschen Spaß. Und dann zeige ich euch mal, wie das Fahren mit der V4 so ist. Also, bis gleich. Also auf und davon. Mit dem brutalsten Motorrad, was ich bis dato gefahren bin. Ja, jetzt erkläre ich euch mal noch ein bisschen, was wir hier alles im Display sehen. Wir haben riesengroß den Drehzahlmesser mit der Ganganzeige mittendrin. Dann haben wir rechts oben die Uhrzeit, links oben die Wassertemperaturanzeige, links drunter groß die Geschwindigkeit natürlich. So, und jetzt fängt es an mit wirklich vielen krassen Sachen. Also klar, drunter haben wir die Anzeige, dass das Licht auf Automatik gestellt ist, bedeutet das Tagfahrlicht ist automatisch an. Wir haben dann drunter ganz viele Sachen von wegen Trip, Durchschnittsverbrauch, der übrigens bei 5 Litern liegt. 5 Liter auf 100 Kilometer, das ist krass. Das ist wirklich krass, weil das echt wenig ist. Außentemperaturanzeige 20 Grad haben wir.
Genau, und dann halt unsere Trips, wie man es kennt. 4564 Kilometer, das Bike ist jetzt auf der Uhr. Also, ja, einige Anzeigen auf jeden Fall. Auf der rechten Seite haben wir auch nochmal Anzeigen. Und die zeigen uns vom aktuellen Fahrmodi die Einstellungen an. Die Sache ist jetzt, wenn ich euch das ganze Menü einzeln erklären würde, dann wäre das quasi von der Länge ein eigenes Video, weil das Menü wirklich umfangreich ist. Also ich kann von Gas, Annahme, Leistung vom Motor, Wheelie Control, Traction Control, Motorbremse, Slide Control, ich kann wirklich alles einstellen. Wir haben hier auch Kurven-ABS verbaut von Bosch, kann ich auch ausstellen. Und Hinterrad-ABS kann ich quasi einzeln ausstellen. Kann da wirklich viel umstellen, viel machen. Und wie gesagt, die eigentlichen Einstellungen, ich kann nicht alles dann jetzt zeigen, weil das wäre wirklich 100 Jahre, würde das dauern. Auf jeden Fall kann man auch das Fahrwerk einstellen, hier über das Display. Ich habe das jetzt auf dem regelnden, quasi selbst regelnden, normalen Modus stehen. Und es ist nämlich so, das Fahrzeug hat ein elektronisches Fahrwerk, das ja, versteht, was quasi unter sich passiert und regelt während der Fahrt nach. Also wenn es jetzt merkt, oh, da kommt eine Bodenwelle, ja, dann dämpft es anders oder federt anders und das Ganze verstellt sich halt während der Fahrt. So, ich habe ja gerade gesagt, es gibt hier die Möglichkeit eben, dass das Fahrwerk selbstständig regelt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich einstelle, dass das Fahrwerk nicht selbstständig regelt, sondern ich stelle gewisse Härte und Dämpfungsstufen und sowas ein. Und ja, dabei bleibt das Fahrwerk dann auch. Das braucht man dann halt vor allem, wenn es auf eine Rennstrecke geht, da ist das meistens performanter als so ein selbstregelndes Fahrwerk. Wenn man denn das Können hat, das Ganze auch dann richtig einzustellen. Es gibt auf jeden Fall wirklich ohne Ende. Ja, wenn ihr euch dafür mehr interessiert, dann schaut am besten durch mal bei eurem lokalen Ducati-Händler oder direkt bei Zweirad Trinkner vorbei und lasst es euch dann nochmal alles erklären, weil es ist wirklich, es ist echt viel. Wir haben dazu noch vielleicht, was ich zu sagen ist, drei verschiedene Fahrmodi. Street, Sport und Race. Ich bin jetzt im Sportmodus, habe mir da die Traktionskontrolle auf den mittleren Bereich gestellt, Wheelie Control auf den mittleren Bereich und die Power auf voll, damit ich ein bisschen schauen kann, was geht, aber halt immer noch safe bin, weil das Ding kostet 28.000 Euro und da möchte ich natürlich sehr sicher unterwegs sein. So, kommen wir direkt mal zum nächsten Punkt und das ist die Sitzposition. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 830 mm ist die Sitzhöhe, was für mich mit 1,76 gerade so gut machbar ist. Es dürfte nicht viel höher sein, sonst hätten wir schon das Gefühl, man sitzt auf einer Supermoto. Ja, vom Kniewinkel und von den Armen her muss man sagen, es ist absolut radikal. Es ist nichts für den Alltag. Mir schläft auch andauernd die rechte Hand ein. Einfach, gut, wenn ich jetzt hier 100 fahre oder so ein bisschen unterwegs bin, dann geht das. Aber vor allem in der Stadt, wenn man ein bisschen langsamer fährt, muss jetzt durch ein paar Dörfer fahren auf dem Nährweg in Schwarzwald, da schläft die Hand andauernd ein. Ja. Auch von der Sitzposition, der Sitz an sich ist natürlich extrem hart. Ich habe aber dadurch ein schönes Gefühl, was unter mir passiert, also das finde ich gar nicht so schlimm. Man muss natürlich auch sehen, dass hier ist nun mal das Radikalste vom Radikalen. Gut, die V4R wäre vielleicht noch ein Tick radikaler, aber die S ist schon sehr nah am Radikalsten, vom Radikalen dran. Und dass es da dann nicht so wirklich um den Komfort geht, sondern einfach nur um Performance, das ist verständlich. Und deshalb ist es auch nicht so schlimm, dass hier der Komfort leidet, weil der tut es. Also, wir sind heute ein paar Stunden unterwegs mit dem Bike und ich wette, heute Abend falle ich ins Bett und habe überall Schmerzen. Aber gut, das muss man dann halt, ne, ein Übel, das man dann nehmen muss. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich sitze wie auf einer R1, also einer R1 32 zum Beispiel. Hat eine sehr, sehr ähnliche Sitzposition, sehr weit nach vorne. Ich habe schon fast das Gefühl, ich sitze auf dem Cockpit. Hier ist es aber nicht ganz so krass wie jetzt zum Beispiel bei einer R1, aber wirklich, man hat das Gefühl, man ist mit dem Kopf schon extrem weit vorne. Das macht aber das ganze Bike ganz schön kompakt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ein riesen Schiff unter mir zu haben, sondern ich habe wirklich genau das, was es auch ist. Einfach das Gefühl, kompakt wäre übertrieben, aber einen Sportler unter mir zu haben, der einfach schön kontrollierbar ist. Also gerade so wie ich drauf sitze, habe ich ein gutes Gefühl über das Bike. Der Lenker ist auch nicht zu sehr gekröppt, also die Lenkerstummel sind nicht zu sehr eingeschlagen, sodass ich da auch wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl habe und auch mal die Maschine zum Beispiel drücken kann, wenn ich jetzt in der Stadt wäre oder so. Und muss nicht unbedingt immer mit Hanging-Off da dran reißen, was halt für den Alltagsfahrer eine ganz, ganz schöne Sache ist. Wenn man dann mal ins Hanging-Off geht, fühlt sich das Bike aber natürlich bedeutend wohler. Ja, so viel zur Sitzposition.
So, dann kommen wir mal zum Fahrwerk von der Ducati Panigale V4S. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Öhlins Fahrwerk hier verbaut, elektronisch und natürlich dann voll einstellbar mit verschiedenen Modi. Einmal der Modi, dass ich mir fest meine Konfiguration des Fahrwerks einstelle und das Fahrwerk dann nicht mehr selbstständig regelt. Oder dann eben die Möglichkeit, auch in verschiedenen Stufen wählbar, ein selbstregelndes System, einmal in einer sehr soften Variante und einmal in so einer Dynamic, so einer normalen Variante einstellbar, sind zwei Modi, bei denen dann das Fahrwerk selbstständig auf die Bodengegebenheiten reagiert. Das heißt, wenn das Fahrwerk merkt, okay, da kommt eine Bodenwelle, dann ändert das die Federung und Dämpfung so, wie das eben gerade gebraucht wird. Das heißt, aktiv beim Fahren verändert sich die Dämpfung und Federung des Fahrwerks. Und das ist natürlich eine geile Sache für alle die, die sich, sagen wir mal, mit Fahrwerken jetzt nicht so gut auskennen und vielleicht nicht die Zeit haben oder auch nicht die Lust haben, sich da irgendwas einzustellen. Die nehmen so einen dieser voreingestellten Fahrmodi und ja, lassen einfach das Fahrwerk für sich die ganzen Sachen regeln. Ist halt eine geile Sache. Und man muss wirklich sagen, ich bin jetzt auf einem dieser selbst regelnden Modi, auf dem Dynamic-Modus, sage ich jetzt mal, nicht dem soften, sondern dem eher sportlicheren. Und also es ist wirklich krass, was für ein Vertrauen dieses Fahrwerk jemandem schenkt, dem Fahrer schenkt. Es ist auch nicht so, dass das Fahrwerk zu hart ist. Ich habe erst gedacht, als ich an Panigale V4S denke ich an ein bretthartes Fahrwerk und du merkst jedes Steinchen, aber das ist ja nicht mal so. Also das Härteste an dem Fahrwerk ist der Sitz und der Rest ist einfach so hart wie nötig, so weich wie möglich, aber einfach sehr angenehm. Also passend zu so einer Sportler, passend hart auch, aber jetzt nicht so übertrieben unkomfortabel hart, dass ich sage, boah, mir fällt jetzt der Arsch ab, weil ich da so, weiß nicht, von Huckeln Schläge reinkriege in meinen Vorbiss vom Federbein. Mir gefällt wirklich vorne und hinten gleichermaßen gut. Ich habe am Fahrwerk absolut nichts zu bemängeln. Natürlich ist es auch so, dass ich hier auf der öffentlichen Straße fahre. Das heißt, auch die Geschwindigkeiten sind natürlich andere, als die das auf der Rennstrecke wären. Wo ich dann vielleicht sagen könnte, okay, hier und da gefällt mir das und das nicht. Aber auf der Straße, auch bei flotter Fahrweise, bringt man dieses Fahrwerk in gar keine Bedrängnis. Also das Fahrwerk, das interessiert 90% der Fahrzeit überhaupt nicht, wo du gerade lang fährst oder wie du gerade fährst, weil es einfach total unterfordert ist mit normalen Geschwindigkeiten. Ja? Auch sogar, wenn man es auf der Straße mal ein bisschen schneller zugehen lässt, was schnell passiert mit so einem Gerät, nicht mal dann merkt man irgendwo Limits des Fahrwerks oder merkt man irgendwelche, dass da irgendwo Grenzen aufkommen. Das ist einfach wie, als ob dieses Fahrwerk keine Grenzen hätte. So fühlt es sich für den Fahrer an. Man muss auch wirklich sagen, die Panigale ist handlicher als gedacht. Mit 195 Kilo fahrfertig vollgetankt ist sie halt wirklich relativ leicht und das merkst du. Mit den Schmiedefelgen ist sie relativ leicht und das merkst du. Und so hast du echt
ein geiles Einlenkverhalten und beim Umlegen, vor allem beim Umlegen, merkst du irgendwie, boah, das geht super einfach und gar nicht so, wie man das von einer dicken Tausender gewöhnt ist. Das hat mich auch wirklich sehr überrascht. Hätte ich nicht so gedacht, aber ja, sie ist handlicher, als man meinen würde. Was nämlich auch der Fall ist, ist, dass wenn dann mal Bodenwellen kommen oder Schlaglöcher kommen, und hier im Schwarzwald ist das öfter mal der Fall, dass mal Straßen hat, die nicht ganz so gut sind vom Asphalt, ja, dann ist das auch nicht so, dass man da so drüber bockelt, sondern das schluckt das Fahrwerk wirklich gut weg. Also insgesamt sehr, 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 sehr positiv überrascht. So, kommen wir zur Bremse auf der Panigale V4S. Ja, am Vorderrad sind, wie ich vorhin schon erzählt habe, zwei Monoblock M4.30 Bremssättel verbaut mit zwei 330 mm Bremsscheiben und hinten eben ganz normaler Zweikolbensattel mit 250er Scheibe, wie man es kennt. Außerdem hat Ducati natürlich eine schöne radiale Brembo-Bremspumpe hier auch noch mit verbaut. Und ich muss echt sagen, diese Bremsanlage ist der blanke Wahnsinn. Es ist natürlich wieder, ich kann es hier nur auf der Straße austesten und da kann ich es nicht auf die Belastung austesten, wie das, was die Bremse ab kann. Aber hier auf der Straße, auf kurvigen Landstraßen im Schwarzwald, sogar wenn man es echt gut fliegen lässt, die Bremse ist immer konstant, immer absolut perfekt. Absolut geil. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, hier ist ganz schön viel Spiel erstmal im Bremshebel. Also ich habe einen ganz schönen Weg, bis Bremsdruck kommt. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Einstellungssache ist. Manche Bremspumpen haben das aber auch einfach, dass sie einen kleinen Weg haben. Weiß ich nicht. Wenn dann der Bremsdruck aber kommt, dann ist das der blanke Wahnsinn, weil der so smooth aufbaut. Also man hat einen sehr, sehr direkten Bremspunkt, an dem man merkt, jetzt bremst es und genau linear, wie ich mit dem Finger weiterziehe, genauso linear wird auch die Bremse fester. Ja. Und das ist unglaublich kontrollierbar, super smooth. Es gibt ein mega Vertrauen auf der Bremse. Du hast keine Angst davor, an die Bremse zu gehen, weil sie nicht zu bissig ist. Ja. Sie ist nicht so bissig, dass du quasi Angst haben musst, beim Anlegen schon einen Frontflip machen zu machen. Ja, einfach absolut perfekt. Auch hinten Hinterradbremse, schöner Druckpunkt. Es gibt ja manche Hinterradbremsen, die fest sind, wenn ihr versteht, was ich meine, wo man kein richtiges Gefühl für Druckpunkt im Fuß hat, weil die Bremse an sich ziemlich fest ist. Ist hier nicht der Fall. Also ich habe einen sehr, sehr smoothen Druckpunkt hinten. Der ist auch gar nicht mal so kurz sozusagen, sondern man kann den Druckpunkt, oder es ist ein sehr, sehr weiter Bereich von diesem Hebel, wo gebremst wird, und es wird eben kontinuierlich entspannt linear mehr. Aber mit einem sehr, sehr, alles sehr, sehr smooth. Also die Bremse, muss man wirklich sagen, ist super smooth. Und ja, wenn man dann mal richtig zupackt, Jungs und Mädels, dann ist hier Bremsdruck und Bremskraft des Grauens. Ui. Krass. Ja, ist halt einfach High-End-Zeug. Was soll man dazu sagen? Kann man nichts zu sagen, außer es ist einfach nur pervers. So, und dann fehlt uns eigentlich nur noch eine Sache, worüber wir jetzt reden müssen. Und das ist die beste Sache an diesem ganzen Kfz, und zwar der Motor. Also es wird zu Sachen Beschleunigung und Topspeed nochmal ein separates Video kommen. Aber ich muss echt sagen, ich bin ja wirklich schon viele Bikes gefahren, die echt Power haben. Wie gesagt, H2SX bisher war das mein absoluter Favorit, weil das Ding halt einfach Druck ohne Ende hat. Aber sogar die H2-Motoren mit Kompressoraufladung von Kawasaki sind, so leid es mir tut, zumindest auf so einer SX, auf so einer dicken Maschine, ein Witz, ein absoluter lachhafter Witz gegen so einen V4-Motor von Ducati. Also wie brutal dieser Motor anreißt, in was für Drehzahlen, in allen Drehzahlen, in was für Gängen, in allen Gängen, immer dieser Motor hat eine brachiale Kraft, die ich so in meinem Leben noch nie gespürt habe. Es ist viel zu viel für die normale Straße. Es ist viel zu viel für die normale Straße. Du beschleunigst ganz normal, denkst, ja, jetzt haben wir so 100, guckst auf Tacho und steht alles drauf, aber nicht mehr 100, also viel mehr. Ja, weil dieser Motor mit dieser Kraft
eine Souveränität im Beschleunigen hat und ja, du gar nicht spürst, wie schnell du wirst. Weil es einfach so flott geht. Es geht so, zack, ja, 100. So, egal welcher Gang, du hast immer Druck. Man kann das Ding auch im sechsten Gang bei 50 hier innerorts fahren und ich gebe Gas und die schüttelt sich zwar ganz schön heftig, aber sie beschleunigt trotzdem mit Kraft raus. Das ist unglaublich, ja. Das ist unglaublich. Also, ich weiß, man kann diese Kraft oder das, was der Motor hier produziert, kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Es ist wirklich so, das muss man erlebt haben. Das ist einfach nur atemberaubend. Wirklich einfach nur atemberaubend. Und ich muss auch echt sagen, das ist einer der wenigen Motoren oder das insgesamt war eines der wenigen Motorräder, bei dem ich wirklich die Buchsen voll habe, wenn ich damit fahre. Weil ich weiß, jedes Mal, wenn ich Gas gebe, hämmert da ein Monster unter mir. Unglaublich, unglaublich. Nicht in Worte zu fassen. Unfassbar. Muss man wirklich selber erlebt haben. Also, ich habe gedacht, dass es krass wird, aber dass es wirklich so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Ding, zum letzten Teil dieses Kfz, das mich auch richtig überzeugt, und das ist das Getriebe. Wir haben hier natürlich einen Quickshifter hoch und runter verbaut. Der funktioniert wie geleckt. Also, egal in welchem Drehzahlbereich, hoch, runter schalten, gar kein Ding. Total smooth. Man braucht bei den Ducati-Getrieben, wie ich gelernt habe, immer so ein kleines bisschen Druck. Also sind nicht die leichtgängigsten Getriebe, aber dafür merkt man wirklich gut, wenn der Gang eingelegt ist. Also er rastet direkt ein. Ich habe nie Zwischengänge oder so. Quickshifter funktioniert sehr, sehr gut. Der ist ein bisschen sensibel und ich hatte es jetzt ein paar Mal, also so zwei, drei Mal, dass ich hochgeschalten habe oder zumindest wollte und dann halt mal wieder nicht so ganz vehement hochgeschalten habe, mit nicht ganz so viel Nachdruck. Und ja, dann hat der Quickshifter zwar ausgelöst, aber der Gang wurde nicht gewechselt. Ja, muss man sich bei der Ducati halt einfach wirklich daran gewöhnen, dass Hochschalten mit Nachdruck passieren muss, damit das nicht passiert. Aber abgesehen davon, Getriebe schaltet wirklich sehr, sehr gut. Quickshifter und Lipper funktioniert hoch, runter, butterweich, wie geleckt. Ich habe keine Angst vorm Runterschalten, dass ich in irgendwelche Zwischengänge komme, weil das gibt es hier nicht. Also ich habe bis jetzt noch keine Zwischengänge gefunden. Es macht insgesamt einfach eine sehr gute Form. Zum Beispiel jetzt hier bei 3400 Umdrehungen schalte ich hoch, als ob es nichts wäre, wie ein Automatikgetriebe. Also wirklich ruckelfrei und sehr, sehr geil, sehr, sehr smooth. So, dann kommen wir mal zum Fazit zur Ducati Panigale V4S. Und ich würde sagen, wir starten mit dem, was mich am meisten beeindruckt hat an dem Motorrad. Und das ist ganz klar der Motor an sich. Ich sage es auch ganz direkt von vornherein, der Motor kriegt von mir natürlich 10 von 10 Punkten, das ist gar keine Frage, weil er all das bietet, was man von einem richtigen Power-Motor erwartet. Druck in jedem Drehzahlbereich, eine Spitzenleistung, die seinesgleichen sucht, einfach immer Drehmoment, egal was man macht, immer souverän, man kann auch im sechsten Gang fahren, man hat immer genug Druck. Es ist einfach der blanke Wahnsinn, wie dieses Teil vorwärts geht, wie dieses Teil schiebt. Zur Beschleunigung, zum Topspeed kommt nochmal ein separates Video, weil das ist sowas Besonderes, wie das Ding hier vorangeht, dass man das nochmal ausführlich behandeln muss. Da könnte ich auf jeden Fall schon drauf freuen. Ja, für das für die Straße, für die öffentliche Straße, der Motor mit der Leistung viel zu viel ist, darüber braucht man sich nicht streiten, das wissen wir. Aber rein vom Technischen, rein vom Spaß, vom natürlich klar, vom Adrenalin, von dem, was mir der Motor gibt, das ist unfassbar. Es ist ein toller Motor, es ist ein Prachtexemplar, ich bin verliebt, ich bin echt da. Es ist toll, es ist richtig toll. Machen wir auch gleich weiter mit dem Fahrwerk. Das ist nämlich genauso toll. Hier auf der Straße habe ich nichts daran auszusetzen, weil es natürlich gar nicht in die Bereiche kommt, wo es anfängt irgendwie an Grenzen zu stoßen auf der öffentlichen Straße. Deshalb kriegt das Fahrwerk von mir auch 10 von 10 Punkten. Besonders hervorheben möchte ich dabei nochmal, dass es gar nicht so hart ist, wie ich dachte. Also wie gesagt, ich hätte eigentlich gedacht, das ist ein richtig bretthartes Fahrwerk, aber es geht voll. Also es ist sehr angenehm fahrbar und ich bin jetzt ja heute schon über 200 Kilometer unterwegs. Ja, und bis dato, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Komfort her, ich hätte es mir echt viel, viel schlimmer vorgestellt. Also ganz klar, Fahrwerk kriegt auch 10 von 10 Punkten. Das nächste, was von mir 10 von 10 Punkten kriegt bei diesem Bike, ist ganz klar die Bremse. Ja, diese M4.30 Monoblock-Sättel, die machen einen Radauz da vorne, die wirklich die ankern, wenn man das will, wie die ganz, ganz großen.
ein super geschmeidiger Druckpunkt, sehr, sehr berechenbar auch dieses ganze Bremsverhalten. Außerdem haben wir hier natürlich Kurven-ABS verbaut und das ist in puncto Sicherheit und in puncto, ja, wie fühle ich mich auf dem Bike, wie fühle ich die Bremse, wie sehr vertraue ich auch der Bremse, natürlich nochmal ein extremer Pluspunkt. Deshalb auch die Bremse kriegt von mir 10 von 10 Punkten. Was von mir 9 von 10 Punkten bekommt, weil es sehr gut funktioniert, aber nicht 100% perfekt, ist das Getriebe. Also an sich ist das Getriebe wirklich sehr gut schaltbar, auch viel besser zum Beispiel als das Getriebe der Hypermotor 59 SP, die ich auch vor kurzem getestet habe. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal hier oben rechts klicken, da habe ich es euch mal verlinkt. Ich habe bei dem Getriebe bisher noch nicht einen Zwischengang oder sowas getroffen, also hat bisher an sich immer ganz sauber geschalten, nur manchmal, wenn man den Hebel eben nicht ganz 100% fest drückt, dann löst nur der Quickshifter aus, aber der Gang an sich schaltet nicht. Deshalb gibt es einen Punkt Abzug, weil natürlich, ja, um 10 von 10 zu bekommen, muss es perfekt sein und ja, da fehlt eben dieses ganz kleine bisschen. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, wo das Fahrzeug wieder 10 von 10 abräumt. Und das ist Optik und Sound. Ist natürlich immer eine Geschmackssache, ob man jetzt Ducati mag oder nicht, aber für meinen Geschmack ist dieses Motorrad bildhübsch, aggressiv, brutal. Der Sound, den dieser V4 erzeugt, das ist ein Monster. Dieser Acra, der hier drunter ist, natürlich nochmal in Kombination, verstärkt das natürlich. Ja, dieses gesamte Bike strahlt eine Aggressivität aus an Optik. Jeder, der vorbeiläuft, an dem du vorbeifährst, jeder dreht sich um, guckt, boah, was ist das? Das sieht so brutal, so brachial aus. Und deshalb muss das Fahrzeug von mir natürlich 10 von 10 Punkten bekommen in Sachen Sound und Optik, weil es einfach zum Niederknien ist. Es ist ein Gedicht. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, und zwar zum Punkt Emotionen und Vertrauen. Und das ist eine schwierige Sache. Emotionen hat das Motorrad ohne Ende, mit Sound, mit Motorcharakteristik, Motorlauf, allgemein Sitzposition, Optik, was natürlich auch emotionstechnisch dazu beiträgt. Allein der Name Ducati strahlt schon irgendwie Emotionen aus. Und an Emotionen ist dieses Motorrad bis zu geht nicht mehr voll. Also es gibt mir unfassbar viel, dieses Motorrad zu bewegen, wenn man es auch auf der Straße nicht so bewegen kann, wie es gerne bewegt werden würde auf der öffentlichen Straße. Aber es gibt mir emotional extrem viel, das Ding fahren zu dürfen. Das ist einfach, ja, nicht in Worte zu beschreiben, nicht in Worte zu fassen. Man muss es wirklich so sagen, es ist der blanke Wahnsinn. Jetzt ist das aber natürlich immer der Punkt Emotionen und Vertrauen. Und da muss ich jetzt eine Sache sagen. Meiner Meinung nach gehört so ein Fahrzeug nicht auf die öffentliche Straße. Warum? Das hat nichts damit zu tun, dass man sich nicht raffen kann hiermit. Man kann sich absolut damit raffen, ja. Ich kann jetzt hier meine 30 fahren, weil hier ein Altersheim ist, ja. Macht aber keiner. Egal wie man es windet und dreht, mit so einem Fahrzeug ist man immer zu schnell. Immer zu schnell, ob man das will oder nicht. Einfach, weil das Fahrzeug auf Dauer einem so ein Vertrauen schenkt und ihr sagt, ey Digga, du, warum bei 100 aufhören? Gib doch einfach Gas. So. Und es will Gas, es will, dass du das Motorrad forderst. Es gibt dir das Ding, mach doch einfach. Komm, mach doch. Ja, guck doch, was ich kann. Und natürlich ist das eine saugeile Sache und an sich, also für die Rennstrecke, brutal geil. Nur für den öffentlichen Straßenverkehr muss ich halt ganz ehrlich sagen, dass das einfach ein kleines Problem ist. Ja? Weil man halt wirklich so schnell, viel zu schnell wird, als dass dieses Vertrauen, was man geschenkt bekommt, so ein bisschen so eine kleine Verarsche ist. So ein kleines bisschen trügerisches Vertrauen. Weil 214 PS unter Kontrolle zu haben, dafür muss man schon wirklich Motorrad fahren können. Und das ist eben, wie gesagt, das Problem. Das schenkt dir ein Vertrauen, dass du nicht falsch verstehen darfst, weil du dich extrem schnell an dem Motorrad verbrennen kannst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich würde das Motorrad von mir 10 von 10 geben, was eben Vertrauen und Emotionen angeht, weil es halt emotional ist bis zum Gehen nicht mehr und mir halt eigentlich ein sehr, sehr starkes Vertrauen schenkt. Aber nachdem ich weiß, ich glaube, bei der R1 habe ich sogar genauso schon gemacht. Ich würde diesem Fahrzeug 10 von 10 geben, aber ich gebe ihm 7 von 10 Punkten, weil, ja, wie gesagt, dieses Vertrauen sehr, sehr trügerisch ist und dich sehr schnell in sehr große Probleme bringen kann. Es ist der brachialste Supersportler, den ich bis jetzt in meinem Leben gefahren bin.
Ich bin glücklich, dass ich ihn fahren durfte. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den Zweirad-Trinkner, der mir ermöglicht hat, dieses Bike fahren zu können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie gefällt euch die V4S? Habt ihr die Eiers ja auch mal zu fahren, weil die braucht man wirklich? Seid ihr sie vielleicht schon gefahren? Habt ihr vielleicht sogar eine? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr ein paar Bilder von dem Bike sehen wollt, dann schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. The Real Stutty heiße ich da. Oder direkt beim Zweirad-Trinken auf Instagram. Die laden auch immer ganz nette Bilder hoch. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. I just wanna stop your feet, everybody now. Stop your feet.